Vielen Dank, Anke. Vielen Dank auch für die Einladung auf Hey Mobility Hamburg in diesem Jahr. Ja, wir zoomen jetzt ganz rein. Die Stadt in der Stadt, das ist der Hamburger Hafen. Und mit meinem Vortrag möchte ich euch oder Ihnen näher bringen, was haben wir dann gemacht. Und mein Vortrag geht auch darauf an, dass der Smart Mobility kann ja nur stattfinden, wenn die Infrastruktur intakt ist. Und wir fangen auch bei dieser Frage, wie alle anderen Vortragende auch an. Ja, warum tun wir das? Und dieser Simon Sinek hat ja schon gepredigt, schon seit Jahrzehnten, über diese Frage als erste Stelle zu stellen, wenn wir neue Themen angehen wollen. Ja, hier sehen Sie ja die Stadtplan oder der Google Map und auch die angrenzende Linien von der Stadt zu dem Hafen. Und wie schon sagt, Hamburg ist ja der Hafen ist das Herz der Stadt. Und wir haben ja auch diese quasi in der Pole Position in Europa als europäischer Großhafen geschafft seit Jahrzehnten. Und diese Pole Position, die wir hier erhalten, bringt uns Wohlstand, bringt uns so viele neue Sachen in dieser Stadt auch bei. Und wir haben auch hier diversen Arbeitsplätze geschaffen, über 600.000 Arbeitsplätze, diese als indirekte und direkte Arbeitsplätze, die mit diesem Hafen zusammenhängen. Über 9 Millionen Economic Volume, die dann auch damit verbunden ist. Und natürlich, das interessiert das Finanzminister auch ganz gewaltig, wenn sie uns auch die Vorschüsse oder was weiter bringen, das sind die Steuereinnahmen, das sind ungefähr 2,6 Milliarden jährlich. Und das sind dann sozusagen, diese Zahlen ist für uns gegenwärtig, für uns als die HPA, warum der Hafen für die Stadt so wichtig ist. Und nicht nur für die Stadt, sondern auch für Deutschland und Europa. Und durch diese unterschiedlichen Trends oder die ganze Treiber in der Welt, die verändernde Umfeld, die uns begegnet, noch verstärkt seit Covid-Pandemie, dass wir mehr Fachkräftemangel zu spüren haben als Unternehmen, dass wir das Thema Climate Emergencies, mittlerweile wissen wir, dass diese Klimakrise nicht einfach eine Projektion ist, sondern dass wir tagtäglich, sehen Sie heute, dass wir mitten im Juni haben wir ungefähr 12 Grad und das ist eigentlich nicht mehr normal. Und dieses Extremwetter führt auch dazu bei, dass wir über Infrastruktur, über die Resilienz der Infrastruktur noch mehr nachdenken müssen. Und natürlich die ganze Handelswege hat sich ja auch verändert durch Krieg, durch Klimawandel, dass die Supply Chains sich anders aufstellen müssten, dass wir neue Trends auch erkennen. Und diese ganze Trends münze ich immer in 3D. 3D, erste D ist Digitalisierung, digitale Transformation. Die Nutzung von der neue Technologie, digitale Technologie in den ganzen smarten Solutions. Zweite D ist Dekarbonisierung. Wir können ja wirklich unsere Klima-Emergencies wirklich richtig angehen, wenn wir stark auch konsequente über Dekarbonisierung auch konsequent umsetzen. Und das Dritte, das Thema Deglobalization, weil die ganze Handelswege, Handelsroute sich anders neu organisiert, neu ordnet. Supply Chain muss auch schneller reagiert werden können, wenn sie irgendwelche Störungen in der Kette vorliegen. Und das führt dazu, dass die Unternehmen mittlerweile nicht mehr nur an einem Standort alles produzieren lassen, sondern machen sie wieder Regularisierung, so mehrere verschiedenen Standorte in verschiedenen Plätzen, auch die Fabriken wieder aufzubauen. Wir merken auch, dass die Fabriken wieder zurück nach Europa gekommen sind. Und das sind die Themenfelder, die auch geopolitisch auch getrieben sind. Wir als HPA sind wir uns super bewusst, dass dieses Thema aktuell ist denn je. Und wir als Hamburger Hafen müssen auch dafür bewaffnet sein. Seit 2012 haben wir das Thema Smartport in die Welt gepustet, sage ich mal. Mittlerweile ist nicht mehr nur irgendeine Vision,
sondern wir haben das in die Umsetzung gebracht, das ist mittlerweile ein Hafenweltphänomen geworden. Alle Häfen der Welt reden von Smart Ports, reden von, wie können wir die neue technische Innovation für diese Themen, die wir begegnen müssen, entgegenkommen. Und für uns wichtig, das Thema Smart Port tangiert in drei Feldern. Erste ist das Thema Infrastruktur intelligenter machen. Zweites Thema Dekarbonisierung. Wie können wir die Infrastruktur so aufbauen, dass die Nachhaltigkeit in dem Hamburger Hafen wirklich realisierbar ist, gedeihen können. Und das dritte ist das Thema Supply Chain, Lieferkette. Wie können wir uns dann die ganze Warenverkehr organisieren, dass diese Lieferkette resilienter wird? Und da gehört auch das Thema Verkehrsmanagement auch im Hamburger Hafen dazu. Heute habe ich nochmal die Unterstützung, der Leiter des Verkehrsmanagements des Hamburger Hafen ist auch hier. Und das Ganze sind gemünzt in mittlerweile mehr als 50 Projekte seit 2012. Und wir machen aber die Realisierung nicht alleine, weil wir wissen, dass wir nicht gut in allen Themen sind. Wir brauchen Partner, wir brauchen auch neue Ideen, Impulse. Deswegen die Transformation, die wir durchmachen, auf dieser drei Säule oder Fuß auf dieser drei Säule. Erstmal, wir suchen die Beste von der Beste. Mit wem wollen wir zusammenarbeiten? Und mit den Besten können wir die beste Solution für unseren Hafen bringen. Zweitens, wir reden auch mit unseren Konkurrenten. Rotterdam oder Antwerpen sind unsere Gesprächspartner. Wir denken auch sogar teilweise Ansätze für neue Lösungen gemeinsam, um dann gemeinsame Herausforderungen zu entgegnen. Und wir denken in Ökosystem, weil vernetztes System, Hafenlogistik ist immer ein Netzwerk, die dann sozusagen miteinander bedingt. Und deswegen müssen wir immer in Ökosystem bringen. Und jeder bringt seine Kompetenzen, seine Rollen und seine Ressourcen ein, damit dieses Netzwerk überhaupt funktioniert. Das Thema Digitalisierung möchte ich gerne ein paar Projekte vorstellen, weil das ist auch das Projekt, wo wir mittlerweile sehr stolz darauf sind. Das sind die Sachen, die wir jahrelang gearbeitet haben und jetzt steht in der Realisierungsfahrt, dass wir machen können. Das erste Thema geht es um digitale Zwillinge. Heutzutage managt man Infrastruktur nicht mehr mit Bleistift und Papier, sondern wir bauen für den ganzen Hafen sogenannte digitale Zwillinge, Digital Port Twin. Und diese Digital Port Twins ist dann sozusagen die Abbild, nicht alles, aber die wichtigen Parameter von dieser Infrastruktur im Hamburger Hafen wird über digitale Zwillinge abgebildet. Und wir möchten gerne Stück für Stück unsere Infrastrukturobjekten in diese digitale Zwillinge-Welt reinbringen. Und die erste digitale Zwillinge komplett gibt es schon, das ist die Kölbrennbrücke. Dann fragen Sie, die wäre doch abgebaut. Warum digitale Zwillinge für die Kölbrennbrücke? Ja, weil sie abgebaut wird und neu gebaut wird. Umso mehr müssen wir um diese alte Dame so lange wie möglich noch kümmern, weil jede neue Ressourcen, die wir reinbringen für Neubau, ist für uns natürlich auch CO2-Fußabdruck, die wir in die Welt einsetzen. Das heißt, dieser ganze Erhaltungsmanagement mit der Infrastruktur, Neubau oder Offensive muss im Einklang stehen. Und deswegen ist das Thema digitale Zwillinge für uns super unterstützende Werkzeuge und Lösungen, damit wir geplant die Dinge abbauen können und gleichzeitig aufbauen können. Und dann, wenn wir neu aufbauen, das heißt, wir bauen digitales Zwilling gleichzeitig mit der physischen oder sogar vorher, damit wir simulieren können, was müssen wir noch optimieren, damit wir nicht einfach erst gebaut haben in physisch und dann merken, oh, das passt gar nicht und dann müssen wir wieder anpassen. Und es ist ja nicht nur dieser Schaubild, sondern ich habe dann auch die Demo ein bisschen mitgebracht. Die Demo zeigt ja, wie digitales Zwilling genutzt wird oder wie es dann die Visualisierung ist. Und
dahinter liegen ja Tausende von Sensoren, vielleicht 10.000 von Datenpunkten, die dann sozusagen alles subsumiert, aggregiert und dann nur die Ingenieure könnte eigentlich verstehen. Ich kann nur verstehen, weil diese Visualisierung mir hilft, um dann zu interpretieren, was ist passiert gerade mit der Brücke. Was muss ich tun? Hat er Herzschmerz? Hat er irgendwie Kopfschmerzen und so weiter? Und was muss man als Anlagemanager Ansätze oder Lösungen reinbringen, damit die Brücke wieder gut geht? Und dieser Index oder die Scoring von der Brücke wird dann sozusagen als erstes sichtbar, damit man auch einfach gucken kann, wie das Spektroskop, okay, hier das Herz schlägt gut, dann geht weiter, um andere zu untersuchen. Und man kann dann sozusagen entweder das Zoom-out oder Drill-down machen. Und das kann dann sozusagen aus unterschiedlicher Sichtweise, ist man dann Anlagemanager, hat man andere Informationen, ist man Ingenieur für die Brücke, für bestimmte Teile, hat man wiederum andere Informationen, die aber auf eine selben Datenquelle dann rauskommen. Und das sind dann ein Projekt, was wir mittlerweile realisiert haben, diese digitale Zwillinge von Kölbrandbrücke ist im Pilotbetrieb. Wir bewerten dann die ganzen Erkenntnisse und seit Januar dieses Jahres haben wir ja auch eine sogenannte BMDV Reallabor Smart Bridge Hamburg gelauncht. Warum? Das Thema ist mittlerweile ist nicht nur alleine für uns nützlich, sondern auch für alle anderen Unternehmen wie Autobahn GmbH oder die Deutsche Bahn sogar, dass das Thema digitales Zwilling für alle Infrastrukturbetreiber auch relevant ist. Aber wie geht man dann an? Deswegen haben wir ein Reallabor gebaut im Auftrag von dem Bundesministerium für Verkehrs und Digitales, um natürlich die Stakeholder, die Leute, die auch gerne das Thema näher gebracht werden, auch ausprobieren können. Wenn man digitales Zwilling hat, braucht man Daten. Und diese Daten sammeln wir nicht händisch mit aber nicht nur händisch mehr, sondern wir nutzen gewisse Hilfsmittel. Und in diesem Fall nutzen wir Drohnen. Wir nutzen autonome Systeme, um die Daten zu sammeln. Und auch KI kommt auch hier zum Einsatz, damit dann die Daten analysiert, ausgewertet werden können und auch in dem System reinbringen. Hier ist noch ein Forschungsfeld oder auch noch als Testprojekt, aber letztendlich möchten wir gerne die mobile Sensorik, die durch Drohnen für die Datenerfassung nutzbar gemacht wird, auch für Infrastrukturmanagement bringen. Und das ist für uns ein riesiger Meilenstein durch diesen Technologiesprung, die wir haben, dass wir unsere Erhaltungsmanagement im Bereich Infrastruktur dann auch besser machen können. In dem Segment von Dekarbonisierung müssen wir auch an Infrastruktur im Hamburger Hafen ziemlich viel investieren und auch vorangehen, weil die Gesetzgebung auch international ein bisschen später vorankommt. Also wir warten nicht darauf, bis das Gesetz da ist und dann erst in Aktion treten. Deswegen gibt es im Hamburger Hafen diverse Bauprojekte, gerade an dem Containerterminal und auch an dem Kreuzfahrtsterminal. Im Kreuzfahrtsterminal am Steinwerder ist der Landstrom schon online. Und in den nächsten, und Altona ist schon seit 2016 im Betrieb. Demnächst, wenn der Westfield-Gebäude in der Hafencity fertig ist, wird auch Landstrom geben. Aber Kreuzfahrt ist nicht nur die Verkehre oder diejenige, die auch Umwelt, CO2-Emissionen verursacht. Die Containerschifffahrt ist auch eine Emittenten. Und wichtige Emittenten auch im Hamburger Hafen. Und das ist auch sichtbar, auch für die Bürger und Bürgerinnen. Und deshalb auch an dem Container-Terminal möchten wir gerne auch diesen Landstrom anbieten können. In IMO ist, oder International Maritime Organization sagt,
du musst mit deinen Schiffen am Kai CO2-neutral betreiben, erst 2030. Aber ich habe gesagt, nee, das ist zu lang, ist uns zu lang. Deswegen sind wir jetzt schon in diesem Bau von dem Landstrom und nehmen jetzt in diesem Jahr auch schon erste Anlagen in Betrieb und nächstes Jahr auch noch im weiteren. Insgesamt werden wir 8 Stück haben in Hamburg. Strom ist eine Sache, aber es gibt noch andere Energieträger, die dann auch für Hamburg wichtig sind, für die Industrie in Hamburg wichtig sind. Und deshalb haben wir auch sogenannte Sustainable Energy Hub gegründet, um dann die Energieträger, sei es Wasserstoff, sei es E-Fuel und sei es andere Energieträger, dass wir sozusagen unsere Energiederivate im Hamburger Hafen ein bisschen neu sortieren und den Platz bieten, damit ihr Geschäft auch oder die Möglichkeit, diese Industrie aufbauen zu können. Und deswegen wird auch durch die HEP, also der Hafenentwicklungsplan, wenn Sie dann auf der Webseite von Hafenentwicklungsplan 2040 gehen, dann würden Sie sehen, dass wir die Nutzungsgebiete im Hamburger Hafen ein bisschen neu sortiert haben. Und das Sustainable Energy Hub ist wirklich sehr prominent im Hamburger Hafen. Und das Thema Circular Economy und Bioökonomie ist auch neu bei uns. Ansonsten gibt es auch sozusagen die Beständigkeit durch die Warentransporte, die auch die Nutzung bestehen bleiben. Das letzte Trend, die ich dann gerne verknüpfen möchte mit dem Thema Resilienz der Infrastruktur, ist das Thema Deglobalisierung. Wir haben seit einigen Jahren mit verschiedenen Häfen gesprochen, dass wir nicht mehr nur reine Logistikknoten verbleiben dürfen, weil unsere Kunden, zum Beispiel IKEA, H&M, Mango, wie auch immer, sie schreien immer an, wenn die Lieferkette nicht funktioniert. Und die schreien nicht nur einen Hafen an, weil das sind ja wirklich mehrere Akteure beteiligt. Und deshalb müssen wir uns kooperieren zwischen den Häfen, zwischen den Akteuren in Häfen. Und deshalb haben wir gesagt, ja, ist die Rolle, die zum Beispiel Hamburg Port Authority wie vor 25 Jahren oder 50 Jahren immer gelebt wurde, ist das immer noch zeitgemäß? Oder müssen wir uns noch mehr kundenorientierter zugehen? Müssen wir noch bessere Service anbieten? Und deswegen sind wir auch darauf gekommen, dass wir mehr Service anbieten müssen, dass wir Qualitätsservice anbieten müssen und gepaart mit der ganzen Instabilität durch die Cyberangriffe, weil wir mehr vernetzen müssen, das ist auch ein Thema. Und weil es so ist, müssen wir uns, je mehr wir vernetzt sind, je mehr wir digitalisiert sind, brauchen wir auch Cybersicherheit. Und dieser Cybersicherheit, natürlich, es gibt nichts zum Nulltarif, müssen wir investieren. Wir müssen investieren nicht nur in Gerätschaften, nicht nur in Prozessen, sondern auch in Köpfe von Menschen, die damit täglich arbeiten. Oder auch, wir müssen auch zum Beispiel unseren Kunden auch erziehen, dass sie auch diszipliniert sind in dieser Sachen von der Cybersecurity. Und es geht, bei uns ist tatsächlich so, dass wir als Häfen weltweit jeden Tag täglich attackiert werden. Es steht nicht nur in der Zeitung jeden Tag, aber es ist so. Und bei verschiedenen Unternehmen, bei verschiedenen Reedereien, das ist der gleiche der Fall. Und deswegen, es ist nur nicht die Frage ob, sondern die Frage wann. Und deshalb müssen wir vorbereitet sein. Und in Hamburg machen wir ganz viel. Und es gab ja im letzten Jahr, im November, eine sehr große Übungstage, die auch Sie durch die Presse gegangen oder vielleicht gehört haben, mit NATO und so weiter. Und da drin waren wir auch in der Übung, in der Rolle mit drin, in dieser Common Efforts Training. Und das ist wichtig, dass wir bewusst sind, dass wir alleine auch diese Sachen mit Cybersecurity nicht bekämpfen können, die resilient nicht nur alleine stemmen können. Wir müssen in eine koordinierte und kooperative Aktion schaffen. Jetzt bin ich zu meinem
Ende meines Vortrags angekommen. Ich habe Ihnen aufgezeigt, was wir schon tun in der Sache smarte Infrastruktur. Wir möchten smart sein, wir möchten smart bleiben, wir möchten zukunftsfähig aufgestellt sein, damit wir relevant bleiben für Hamburg. Und das machen wir mit unseren Ökosystempartnern. Und wenn Sie noch mehr wissen möchten, am 4. Juli veranstalten wir Deep Tech Festival bei Sonnendeck St. Pauli. Und die Info können Sie dann über diesen QR-Code auch bekommen. Herzlichen Dank.